Hallöchen, ihr Hübschen. Ich bin am Kanal. Jawohl, und wenn ich einkaufen fahre oder überhaupt irgendwie hier vorbeikomme und der Hund ist mit, darf ich nicht vorbeifahren. Denn, oh, wartet mal. Denn Jacko fängt im Auto gleich, also bei der Kurve an zu jauen. So, ich will hier spazieren gehen. Ich will hier raus, ich will Gassi gehen. Ja, so ist das halt. Also gehen wir jetzt hier spazieren. Morgen. Morgen. Ah, Jacko. Also, eigentlich gehe ich spazieren und Jacko bleibt immer hinten stehen, weil er irgendwas machen muss. Ja, so viel dazu. Ich habe dann gedacht, jetzt, wo wir hier spazieren gehen, kann ich euch auch was erzählen. Und wie das Wetter ist, naja. Es ist etwas frisch. Übrigens habe ich jetzt hier eine Weste an und noch eine Jacke. Und ich habe sowieso immer viel im Auto. Eigentlich nicht ganz so viel mehr. Also früher, wo ich ein größeres Auto hatte, also so groß war es auch nicht, aber es war so ein Kastenwagen. Und da hatte ich immer so Schlafsack, Kissen, alles mögliche mit. Wasser fürs Auto, Wasser für mich und sonst was. Heute ist es ein bisschen weniger, aber ich habe auf jeden Fall immer so eine Jacke mit und noch eine Regenjacke. Und sonst hatte ich auch immer Gummistiefel mit. Aber das habe ich jetzt auch nicht mehr. Aber es lohnt sich zumindest dann mal so eine Jacke oder noch eine andere Jacke mitzuhaben, wenn man dann nur eine Weste hat oder ein T-Shirt, weil man denkt, das Wetter ist vielleicht schöner oder es wird wärmer. Oh, oder ist es halt zu kalt. Ja, und es ist frischer geworden, Leute. Es hat ja jetzt die letzten 2 Tage oder einen Tag, oder war das gestern? Nee, vorgestern und gestern hat es geregnet. Gab auch Gewitter und Hagel. Zumindest da, wo ich war. Hier hat es auch geregnet, ja. Sonst wäre es nicht so frisch geworden. Ich weiß ja nicht, wie bei euch das Wetter war. Ich habe nur irgendwie zwischendurch bei Facebook gesehen. Uah. Irgendwelche Leute haben gepostet, wie viel Gärten so voll unter Wasser gegangen sind. Oder sonstige Sachen. Und hier ist auch Wasser. So viel dazu. Ich habe seine Geschäfte gemacht. Und mir ist kalt, Leute. Mir frieren die Finger schon ab wieder. Ich weiß nicht, wie viel Grad wir haben, aber mir wird schon wieder zu kalt. Also ich kann schon wieder gleich die Winterjacke rausholen. Nein, Quatsch. Aber Handschuhe? Keine Ahnung. Ich bin halt so eine kleine Frostbeule, Leute. Ich gebe es zu. Ich friere schnell. Und wenn es dann auch dann so windig ist, dann friert man sich irgendwie alles fast ab. Zumindest das, was, wo der Wind drankommt. Ne? Ich hoffe, ihr versteht mich auch. Es ist wirklich sehr windig hier. Kann man das so sehen? Warte mal. So, warte, so. Da. Oh. Oder hier. Es ist so, die Blätter bewegen sich, ja. Es ist auf jeden Fall windig. Und man sieht es ja auch, wenn man nicht so stehen bleibt, an das Wasser, das so weiter, schneller fließt. Aber jetzt kommt echt ein bisschen die Sonne raus. Ist auch schön, ne? Guck mal. So, da hinten, kann man das sehen? Ja, das ist schön. Ja, die Sonne kommt raus. Aber es ist noch so bewölkt. Aber die Wolken sind auch schön. Gerade ein Zug vorbeigefahren. Ja. Bin ja hier in der Nähe vom Hiltrupper Bahnhof. Ne? So. Ja, komm, wir gehen wieder zurück, das ist mir zu kalt. Komm jetzt. Komm schnell. Oh. Ich hole die Winterjacke wieder raus und die Wintermütze. Jawohl. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache einfach jetzt ein kleines Video für euch und erzähle euch meinen kleinen Spaziergang. Und eigentlich, also nicht eigentlich, sondern ich werde das auch noch machen. Ah, ich bin mich auf der Suche, nicht auf der Suche noch, eigentlich schon auf der Suche. Ich zeige euch dann die Kisten natürlich in einem anderen Video. Welche Kisten ich mir so noch wünsche, die ich so benötige. So mindestens 20 bis 50 Kisten noch, denke ich, weil ich ja 100 Kisten haben, also
100 Kisten nur noch besitzen möchte in Zukunft, ne? Erstmal, ne? Für den Umzug. Und da brauche ich halt noch ein paar Kisten und die zeige ich euch dann. Vielleicht können wir ja auch einer behilflich sein, wenn es irgendwo Angebote solcher Kisten gibt, dass man mir irgendwie Bescheid gibt und zeigt so, ja, Anja, da sind wieder irgendwie welche Laden auch immer im Angebot und die würden dir vielleicht passen für deinen Umzug. Das würde ich mir wünschen, also das denke ich mal ist, jetzt wackelt es ja, weil jetzt habe ich Jacko und euch in der gleichen Hand und Jacko zieht, dann wackelt das noch mehr als vorher. Aber es ist so kalt. Die Finger sind schon halb abgefroren. Jacko, geh mal um die Beine. Ja, genau. Ist sie feucht? Nein, ist trocken. Ich habe eine Bank gefunden. So. Also zeige ich euch das. Ich zeige euch das dann später mal im anderen Video. Aber jetzt bin ich hier am Gassi gehen mit Jacko. Jo. Kuschel, kuschel. Und der ist dreckig, der hat sich im Sand gewälzt. Ja, musst du wieder duschen gehen. Ne? Kleiner Dreckspot. Oder richtig kämmen wieder so. Naja. Auf jeden Fall wollte ich euch das erzählen. Und ich habe noch ein paar andere schöne Projekte. So. Und wird auch. Übernächste Woche ist in Hamm Mittelaltermarkt, da will ich auch hingehen. Und ein paar Projekte, ein paar Veranstaltungen, wo ich die nächste Zeit mir die Zeit vertreibe. Mache ich dann auch Videos, zeige ich euch dann. Und jetzt ist nämlich so spaßig. So, ich habe das jetzt so ein bisschen mehr zugezogen, hier ist so windig, Leute. Ehrlich. Und mehr wollte ich eigentlich auch nicht, ne? Sonst sind das zu viele Minuten, die ich wieder hochladen darf, kann. Muss, wie auch immer. Und ich bin ja wirklich offline, Leute. Ich habe wirklich kein Internet mehr zu Hause. Erstmal, also auch kein Telefon, also außer mein Handy. Es ist mal wieder sehr schön. Andererseits ist es irgendwie traurig. Weil so kann ich halt nicht so schnell irgendwelche Videos oder so hochladen. Oder andere Sachen, die ich so zwischendurch gemacht habe und die mir Spaß machen auch. Aber als vorher? Nein, Quatsch. Ich hatte vorher auch immer Zeit. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie, ja, man vertreibt sich halt die Zeit irgendwie jetzt anders. Wobei ich immer das Gleiche gemacht habe vorher und auch so wie jetzt eigentlich. Na, außer, dass ich halt, oder nicht halt, sondern ich denke und ich glaube, ich hoffe, dass ich jetzt dann in den nächsten Monate ein bisschen Geld vielleicht spare, weil ich ja keinen Telefonanschluss mehr habe und das auch nicht mehr bezahle. Hoffe ich, dass ich ein bisschen Geld spare, wo ich das auch glaube, nicht glaube, weil ich das Geld wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern ich habe das so im Kopf, für Lebensmittel verwenden werde, für schöne leckere Lebensmittel und mir da schön was kochen werde, wie auch immer, ne, das wisst ihr ja, dass ich immer Leckeres mache. Ja, dann denke ich mir auch, habe ich wahrscheinlich nichts bei gespart, aber vielleicht doch so ein Euro im Monat. Keine Ahnung. Ich werde euch berichten davon, ob ich was gespart habe dabei. Also dafür oder da wenig oder was wie auch immer. Und dann werde ich euch auch noch mal zeigen. Ich habe ja diese einen Bilder da, die ich mal gemalt habe letztes Jahr. Da suche ich noch einen Rahmen für. Da suche ich noch einen Bilderrahmen für. Und hoffe ich, dass ich die auch bald finde und dann kaufe. Und dann kann ich die einrahmen und aufhängen. So viel dazu. Jacko hat sich jetzt unter der Bank versteckt. Ich glaube, vielleicht ist es da nicht so windig. Vielleicht sollte ich da auch hingehen. Weil hier oben ist es wirklich. Also es fliegt alles. Es ist so windig. Es ist so windig. Ja. Und deswegen mache ich jetzt auch Ende mit dem Video. Ich meine, das sind jetzt schon fast 10 Minuten, Leute. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst es euch nur gut gehen. Und bis zum nächsten Video.